Hey guys, hier ist wieder euer Grid Gamer zurück zu Let's Play Far Cry 2 mit unserer geilen Shotgun in der Hand. Ja, ich möchte euch ja weiterhin die Idle Animations zeigen, wie es das so schön im Englischen heißt. Sprich die ganzen Animationen, die der Charakter macht, wenn man einfach mal eine Zeit lang still stehen bleibt. Die möchte ich euch ja gerne zeigen und ich denke mal, ich mache soweit einen guten Job. So, die Frage hier allerdings ist immer noch, es gibt ja immer noch diesen einen Diamantkoffer da oben. Wie kommen wir daran? Ich weiß es bis jetzt nicht. Schöner Ort hier, by the way. Finde ich ganz nett. Da oben war ja irgendwie so ein Übergang. Ah, Moment. Nee, das ist keine Möglichkeit. Wir müssen irgendwie... Da ist so ein Übergang, genau hier. Ah, die Kisten hier, die jetzt aufgestapelt sind. Ach, ist ja simpel. Oh Gott, und ich mach so lange rum. Ach Mensch, dabei ist es doch ganz einfach. Und her damit. Die haben uns reglich verdient. Und das ist sie auch schon. Unsere Nummer 10 gefällt mir sehr gut. So, was ist eigentlich jetzt unser Missionsziel? Nach Mokuba gehen und die Ausrüstung der Spezialeinheit zerstören. Die Einschüchterung hat funktioniert. Die Spezialeinheit wird in Mokuba in die Falle laufen. Muss jetzt dorthin und die Ausrüstung der Spezialeinheit zerstören. Das wird dadurch erleichtert, dass auch die APR gegen sie kämpfen. Mhm. Das heißt, diesmal tatsächlich hat die APA auch noch wohl einen weiteren Gegner. So, Geschichte 5. Mhm. Ja, der hilft mir jetzt gerade ganz gut. Genau, und wir können ja hier... Haben wir gerade die Homeland? Ne, die haben wir nicht. Die Spaß haben wir auch nicht. Hier können wir tatsächlich die ganzen Waffen miteinander vergleichen. Finde ich ganz gut. Warte, was haben wir da? Kauf 30 maximale Munitionskapazität für Mac 10 und Uzi. Oh, das hört sich gut an. Für die PKM haben wir Waffe kaufen, um ein Handbuch freizuschalten. Genau. Das ist gut. Sehr gut. Ansonsten machen wir jetzt mal weiter hier in Far Cry 2. Wir sollen uns ja nicht zu lange im Hauptmenü befinden. Wir gucken mal auf die Karte, wo wir denn genau hin müssen. Wir könnten theoretisch, kommen wir. Schalten nochmal einen Unterschlupf frei. Ja, da hinten am Fluss. Das wird spaßig werden. So, wo müssen wir hin? Okay, gut. Das geht ja noch. Also die Map ist eigentlich gar nicht mal so groß. Es hält sich sehr in Grenzen. Ich habe sie mir größer vorgestellt, doch. Muss man sagen, ich habe sie mir größer vorgestellt. So, AK-Action können wir auch machen. Wir haben ja unseren Granatwerfer jetzt doch wieder ausgetauscht. Ist doch nicht ganz so praktisch, den mitzunehmen. Eigentlich schade, weil ich hätte gern mit herumgespielt, aber so ist es nun halt. So, ist hier noch irgendwie Munitionskiste oder sonst irgendwas? Ich glaube es soweit nicht. Hier ist nochmal Wose. Okay. Ich glaube, da steht ein Bötchen, das könnte man nehmen, ist nicht gut. So. Da steht was mit in die Luft jagen. Oder war das einfach nur das Zeichen für, dass wir eben jetzt was in die Luft jagen können? Ich habe es jetzt einfach mal gemacht, weil ich dachte, das bringt was, aber... Nee, bringt nichts. Okay. Ist Fail. Jo, einmal aufsteigen bitte. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir jetzt zu fahren haben. Okay, wir müssen nach links. Das sieht so schön aus. Es hat echt einen schönen Look. Ich mag den Look des Spiels. Es mag zwar sehr farbenarm wirken, so mit dem ganzen Orange irgendwie. Aber ich finde es halt, es macht genau diesen perfekten Look aus, der Savanne. Genau das ist so perfekt daran. So, und wenn da hinten keine Diamantkiste ist, dann kotze ich. Auf mein Bein drauf. Auf meine beiden Knie. Das verspreche ich euch. Hier muss einfach was sein. Das ist doch mega auffällig. Oder warum ist hier diese Landzunge drin? Die kann nicht umsonst da sein. Man hört ja auch die ganze Zeit schon Tiere. Finde ich gut. Man sieht sie nur nicht. Und das Spiel weiß, wie man mich triggert. Hier ist absolut gar nichts. Danke auch. Ich hasse dich auch, Spiel. Dankeschön. Wirklich. Vielen Dank.
So, wir sprinten bis zum Umfallen, bis wir umkippen. Ich würde tatsächlich sagen, wir gehen dann wieder schlafen. Weil ich glaube, durch das Schlafen legen können wir unsere Malaria auch ein bisschen in den Griff bekommen. Würde ich zumindest mal hoffen. Sieht cool aus hier. Nein. Stirb. Endlich. Ja, genau, Molly. Gefällt euch die? Yeah. Die AK ist echt nicht schlecht. Gute Waffe. Nur müsste ich die halt mal neu kaufen. Das so ist problematisch. Und was war mit dem? Der hat sich, glaube ich, ein bisschen festgetackert. Kann das sein? Könnte sein, ich weiß es nicht. So. Ja, K macht auch einen ziemlich geilen Sound beim Nachladen. So richtig schön. Gefällt mir. Hätte eigentlich meine Shotgun da jetzt nutzen können. Die standen gerade so perfekt nebeneinander. Naja, egal. Wasser trinken, wichtig. Vielleicht hilft es auch gegen Malaria. Ach Mist, ich drücke immer die falsche Maus. Ich glaube, ich muss es doch mal umbelegen. Ansonsten habe ich noch mehr die Probleme. Hoffentlich fackeln wir uns jetzt nicht unsere Bude ab. Das wäre ein bisschen unvorteilhaft. So. Ah, guck, wir haben fast schon 8 Uhr morgens. So, wir schlafen jetzt mal bis 11 Uhr. Gute Nacht. Ah, guckt euch das an. Schon viel heller und besser. Und wir können speichern. Manuell wohlgemerkt. Genau hier runter. Jo. Dankeschön. Und ab nach draußen wieder. So. Ha, so sieht das Spiel doch schon besser aus, oder? Viel schöner direkt. Viel freundlicher, viel heller. So muss das. Okay, und dieses Geschütz beim Boot ist echt blöd zu bedienen, weil man da wohl echt erst dann hinkommt, wenn das extrem still steht, was einfach nur blöd ist von der Steuerungsart her. Aber na gut, was soll's. So. Folgen wir einfach mal noch dem Flussverlauf. Ich meine, warum nicht? Bisschen Erkundung und Spaß muss sein. Oh, bisschen Scheiße dran. Komm, legen wir die Karte weg, die brauchen wir jetzt nicht. Ah, das sieht auch voll cool aus gerade hier mit dem Tal. Mit dem kleinen Flüsschen. Was hängt denn hier rum? Ach, APR-Stützpunkt, alles klar. I got it. So, gucken wir mal auf unsere Karte. Ach, was, da kehren wir zurück nach Pala? Und zu unserem Fresh Fish? Echt jetzt? Wie cool ist das denn bitte? Das heißt, hier schließt sich einfach mal ein kompletter Kreis. Hier könnte man theoretisch zurück zu unserem guten Kompan. Das ist ja mal nice. Stimmt, nach Mikes Bar wollten wir auch noch mal hin, gell? Ganz ehrlich, wir sind gerade so nah an Mikes Bar dran. Lass es einfach mal machen. Lass einfach mal Mikes Bar auschecken. Tatsache, das ist unser Startpunkt hier, Fresh Fish. Geil. Sind wir dem los? Ja. Ey, was treiben sich hier Feinde rum? Wo sind hier Gegner? Mist, den kann ich nicht erreichen. Ich seh die nicht. Aua! Scheiße, ich muss schnell vom Boot runter. Heilen. Zack. Okay, wenn die schon Shotgun-Action machen, dann gehe ich auch mal. Wieso schießen eigentlich alle auf mich? Was haben die alle gegen mich? Was habe ich gegen die getan? Verdammt, ey, ich verkack grad übelst. Aber das gehört auch dazu. Zum Shooter. Dingbumm. Und wieder die falsche Taste gedrückt. Ich bin echt ein Held. Wieso schießen die alle auf mich? Was soll das? So. Und ein Malaria-Anfall. Ja, was denn noch alles?
Lass mich schnell die Malaria behandeln, während ich beschossen werde. Das war keine gute Idee, das war keine gute Idee. Behandeln! Schnell! Da! Boah, der Kampf eskaliert einfach mal komplett. Und ich bin draufgegangen, ja, das war echt klar, dass es passiert. Oh, das war so fail. Was ist jetzt? Was? Echt jetzt? Alter, danke, Mann. Der rettet uns hier. Aber wie fies das einfach war. Hier sind einfach Gegner. Ich dachte, ich könnte hier meine alten Kumpels besuchen. Plötzlich steht alles voll. Und dann verhaue ich alle Schüsse und Malaria-Anfall und alles plötzlich kam dazwischen. Alter, du machst es gut, du machst es gut. Danke, ey. Wie geil diese Szene jetzt gerade ist. Episch. Dafür sind die Kameraden also gut. Wenn du Medikamente hast, nimm sie. Wenn ich Medikamente habe, nimm ich. Okay. Ich konnte gerade noch überleben. Ein Penner ist da noch. Okay, danke. Pass auf dich auf. Beziehung zu Warden Clyde verbessert. Habe ich all meine Waffen verloren? Nee, er hat mir einfach nur die Schrotze weggenommen. Das war er. Boah, wie fies das einfach war. Okay, Maustaste 4 ist Granate werfen. Geht klar. So, sind hier jetzt noch Gegner? Was soll denn das? Wieso sind hier plötzlich Feinde überall gewesen? Das war ja mal mega assi. Oh, das arme Boot hat einiges abbekommen. Aber wie geil das einfach war, wie er uns gerettet hat, ey. Danke, Mann. Das ist ein wahrer Kamerad. Ich wette wahrscheinlich, wir können jetzt nicht mehr in das Gebäude da rein, oder? Gucken wir mal kurz. Ne, das wollte ich nicht. Ah! Zurück. Ne, wir können nicht mehr in das Gebäude rein. Ja, was ein Scheiß. Ey, was ein Fail. Was ein Fail einfach das gerade war. Also das war wirklich jetzt der erste offizielle Fail hier. Ach, aber geil. Das war irgendwie witzig. Ich fand's witzig. Es war ein bisschen unterhaltsam, muss ich zugeben. So, wo geht's denn hier eigentlich noch lang? Ich glaube nichts Besonderes, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich laufe hier einfach mal lang. Beziehungsweise ich fahre hier lang. Wir haben doch hier ein Auto. Warum die Mühe geben? Aber die Malaria-Attacken bekommt man ja mal richtig schnell. Das ist ja mal mega Wahnsinn. Rum, rum, rum. Sollte mal gucken, wo es hier lang geht. Ach, hier geht's in ein neues Gebiet rein, oder wie? Hier geht's in so ein Tal rein. Ach, da ist wieder ein Unterschlupf. Kurz mal anhalten. Ja, interessiert uns jetzt noch nicht. Komm, bevor wir uns hier Gebiet uns abknopfen, machen wir uns jetzt mal auf zu Mikes Bar. Da wollten wir ja hingehen. Also machen wir das auch. Ach Mensch, ey, also das war, da bin ich jetzt echt ein bisschen durcheinander gekommen. Das war failig. Das war failig. Ich brauche echt mal eine bessere Primärwaffe. Die Shotgun ist nicht ganz optimal. Die Pistole ist jetzt auch nicht gerade das wahre Wunder. Deswegen könnte sich da schon mal was Besseres anbieten. So, und wir fahren im Sauseschritt. So, wie fahre ich denn am besten? Ab durch Pala, genau. Ab mitten durch Pala und dann kommen wir da recht schnell. Pala geradeaus. Also Far Cry 2 wird halt echt auch ein Projekt werden, was sehr schwer zum Kommentieren wird. Eben weil halt mal so wenig passiert. Also wirklich, bitte, bitte, sagt mir wirklich, wie ihr das mit Stray findet. Ich bin da sehr auf euer Feedback gespannt. Freue mich auf jeden Feedback, auf jeden Kommentar, den ich kriegen kann. Es macht mir wirklich einen Spaß, Kommentare zu beantworten. Was ihr zu meinem Kommentarstil findet, ist der gut, ist der schlecht? Einfach sagen, dass ich das wirklich weiß. Wird mir echt wirklich weiterhelfen. Ich hoffe, das könnt ihr verstehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall wirklich sehr für eure Aufmerksamkeit. So, ab zu Mike's Bar. Mitten am Tag hier jetzt. Das Spiel sieht echt cool aus. Also ich muss sagen, Grafik. Mua, für 2008
Respekt. Respekt an Ubisoft, das haben sie gut gemacht. Das war wirklich... Haufen Arbeit muss das gewesen sein. So, Mike Spahr, da wären wir. Und wehe, es sind jetzt auch Gegner. Wehe, es sind jetzt auch Gegner. Dann nehme ich jetzt aber hier echt endgültig Preis aus. Okay. Sieht gut aus. Gut, gut. Dann gucken wir doch mal. Wir haben ein paar Diamantchen mehr inzwischen. Ja, ich weiß, der Waffenhändler ist immer noch nicht da. Ja, was ist das für ein Waffenhändler? Das ist ja wie bei der Deutschen Bahn. Die sind nie da, nie zu einer Hilfe da. Ach, Mensch, Mensch, Mensch. So, gucken wir doch mal. Also hier ist unsere Makarov. Ja, ganz nett. Und wisst ihr was? Ganz ehrlich. Wir haben jetzt keinen Scharfschützen-Ding mehr. Ich würde mir echt überlegen, die hier zu kaufen. Gucken wir nochmal die Handbücher durch, was da so ist. Verlässlichkeitsverbesserung braucht man nicht unbedingt. Hier Verlässlichkeitsverbesserung auch nochmal. Reparaturverbesserung. Ah, okay, damit kann man die Sachen wohl besser reparieren. So, was können wir hier alles kaufen? Waffenlager für Sekundärwaffen. Ja, das wäre nicht schlecht. Aber ich glaube, ich kaufe mir jetzt tatsächlich das Scharfschützengewehr, oder? Oder was machen wir mit der Makarov? Ne, ich möchte echt warten, bis wir da eine bessere Pistole bekommen. Erst dann ziehe ich da was vor. Und wie gesagt, wir sollen irgendwann eine schallgedämpfte Version davon bekommen. Dann dürfte das so passen. Komm. Wir gönnen uns einfach ein Scharfschützengewehr. Was soll der Geiz? Ist mir jetzt egal. Hauptsache neues Scharfschützengewehr. Gucken wir jetzt auch nochmal bei den Verbesserungen nach. Was wir da jetzt so haben. Na gut, können wir jetzt eh nichts nachgucken. Kampftruck. Ach, das ist Kampftruck. Okay. Ich denke mal, wir werden hier mehr Handbücher bekommen, wenn wir halt Aufträge erledigen. Aktuell haben wir halt nicht viele. Der scheiß Waffenhändler soll mal erscheinen, ja? Der ist ja nie da. Unmöglich. Abspeichern bitte, danke. Und zwar hier. Neue Spritzen. Oh ja, her damit. Dringend nötig nach dem Fail davon vorhin. Oh Mann, ey. Aber es war witzig. Es war echt ein bisschen witzig. So. Hier ist unsere PKM. Wir haben aktuell die AK, gell? Ja, die AK. Und dann wechseln wir mal ins gute Teil. Holen uns die ganze Munition für alles andere, verschiedene. Also die AK konnte ich jetzt noch nicht im Shop kaufen, möchte ich mal anmerken. So, zeig mal das gute Stück her. Hä, was? Ach, das ersetzt unser Sturmgewehr. Oh, okay. Ja, okay, doch. Ist in Ordnung. Nehme ich tatsächlich so an, weil wir haben ja mit unserer PKM eigentlich eine ganz gute Waffe und die hat viel Munition. Doch, doch, passt schon. Ich war jetzt gerade kurz am Zweifeln, ist das wirklich gut? Aber passt schon, passt schon. So, ich würde sagen... Mein Freund. Wer bist du denn? Doch. Ich nicht wissen. Na gut. Dann halt nicht. So. Okay. Ich beende einfach. Ich werde hier kurz mal einen kleinen Cut einstellen. Wir sehen uns gleich wieder in einer weiteren Folge. Ich mache hier mega die Aufnahme. Ich mache heute hier mega die Aufnahme-Session. Also wirklich eine Folge nach der anderen. Ich möchte wirklich Far Cry 2 weiter vorantreiben, weiter voranbringen, weil ich eben auch sehr gespannt bin, was es hier alles gibt. Und ich entschuldige mich übrigens wirklich sehr, dass es nicht weitergehen will mit unserer Aufgabe hier. Ich meine, wir haben die bis jetzt immer noch nicht fertig gemacht, weil ich immer woanders hingegangen bin. Aber mein Gott, that's an open world game, würde ich mal an der Stelle sagen. Es tut mir ja auch leid für all diejenigen, die eigentlich ein schnelles Gameplay sehen wollen. Ich würde einfach sagen,
Wir sehen uns im nächsten Part wieder von Far Cry 2. Bis denn und tschüssikowski.